Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind, obwohl wir draußen so ein schönes Wetter haben. Freut mich wirklich und mich freut es auch, dass wir das Webinar, diese kleine Reihe fortführen können. Das Feedback war ja in den letzten beiden Webinaren super und ich konnte Martin überreden oder vielleicht wollte es auch sogar selber entsprechend hier ein paar Termine noch zu ergänzen und freue mich wirklich, dass wir das heute machen. So, wir schauen uns aber nichtsdestotrotz den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, unabhängig davon, was uns Martin heute Abend zeigt. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Bitte nicht als Anlageberatung oder als Handelsempfehlung verstehen. Ja? Okay, dann offiziell nochmal einen guten Abend, Martin. Und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ja, prima. So, dann klaue ich mir den doch gerade mal direkt den Bildschirm. Ich bin ja froh, dass ich das hier jetzt alles hingekriegt habe und auf Ja, dem hast du großen dir eine Bildschirm tatsächlich. Grafikkarte geholt? Ja. Aber jetzt funktioniert das super. Ganz Sehr gut. hervorragend. Also mein Bildschirm sollte jetzt schon zu sehen sein. Ja, richtig. Okay, super. Ja, dann von mir auch nochmal ganz offiziell jetzt herzlich willkommen hier heute zum Webinar. Traden auf Wolke 7. Wir werden uns ein paar schöne Ichimoku-Signale angucken und ein paar Marktanalysen auch einfach nach Ichimoku machen. Euch fällt das vielleicht schon auf. Also ich bin mal ganz frech beim Du. Das ist unter Tradern immer so üblich. Und ich glaube, alle, die heute hier dabei sind, sind doch tatsächlich aktive Händler am Markt. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich nicht viel mit einem Analyse-Webinar anfangen können. Und von daher bin ich hier mal ganz frech beim Trader-Du. Okay. Ja, ihr seht schon, ich habe direkt die Handelsplattform hier auf, also heute gar nicht groß Präsentation. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon die große Präsentation zu Ichimoku gemacht. Da habe ich die ganzen Indikatoren, die da drin sind, ein bisschen erklärt, habe die Signale ein bisschen erklärt, die da mit reinkommen. Und jetzt will ich einfach mal ein bisschen auf die aktuellen Marktsituationen so eingehen, dass wir uns ein bisschen die Indizes anschauen, wie es da im Moment aussieht. Das ist ja ganz, ganz spannend gerade, was da so läuft. Und dann schauen wir mal, was in den Währungsmärkten, im Forex-Markt so direkt an Signalen hier jetzt reingekommen ist, und was wir damit anfangen können. Ja, Susanne, die vorherigen Webinare kann man anschauen. Die gibt es auf der Website und auf dem YouTube-Kanal von FX Flat. Da ist das zu finden. Ich kopiere die Links auch nochmal hier rein in den Chat. Okay, super. Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Wer sich das dann im Nachgang nochmal anschauen möchte, kann das gerne tun. Ja, ganz kurz zu den Signalen, die jetzt hier drin sind. Hedge 6M, das hat nichts mit Ichimoku zu tun. Das ist bei mir aus meinem ganz normalen Analyse-Workspace. Das sind COT-Signale, die da drin sind. Die sind jetzt hier erstmal irrelevant. Ich will einfach nur über meine Übersichtsseite, die ich hier habe, jetzt so ein bisschen auf die Indizes eingehen. Auf die direkten Ichimoku-Signale kommen wir dann gleich. Ja, Mario, das Webinar wird auch aufgezeichnet und das findet ihr dann auch wieder im YouTube-Kanal von FX Flat und auch wieder in meinem, wenn es denn dann hochgeladen ist. Genau, Bernhard, du machst es ganz richtig. Ja, British Pound, Japanese Yen, gucken wir gerne an nachher. Auch für alle anderen, wenn es irgendwelche speziellen Märkte gibt, die euch gerade besonders interessieren, ja, dann könnt ihr das gerne da reinschreiben. Kann auch eine Aktie sein, ja, eine US-Aktie oder so. Ich habe jetzt hier nur Realtime-Charts von US-Werten und ansonsten halt Futures und Forex-Märkte. Da können wir uns alles anschauen, was für euch irgendwie interessant ist. Wenn ihr da also irgendwas habt, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Ich habe den hier offen und sehe also auch direkt, was da reinkommt. Gleiches gilt, falls Fragen sind, ja, dann auch die bitte gerne direkt in den Chat. So, ich habe den S&P hier mal offen.
mache das Ganze hier nochmal ein bisschen größer. Nach Ichimoku, ja, was uns hier auffällt, es geht ja am Ende immer erstmal um die Entscheidung, möchte ich einen Wert oder einen Markt eher long sein oder möchte ich den eher short sein? Das ist ja mein typischer Ansatz, dass ich im Prinzip für jede Position, die ich aufbaue, immer erstmal die Grundentscheidung treffe, ob ich irgendwo einen Vorteil sehe auf der Long- oder auf der Short-Seite. Und wenn ich keinen Vorteil sehe, dann fasse ich das entsprechende Produkt auch nicht an. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich nur dann in Trades reingehen will und auch nur dann mein Geld riskieren will, wenn ich der Überzeugung bin, dass mit meiner Trade-Richtung der Vorteil auf meiner Seite ist. Ja, Traden ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ich möchte von daher nach Möglichkeit in der weiten Welt des Trading das Casino sein und nicht der Spieler. Ich möchte also immer den kleinen Vorteil haben und nicht den kleinen Nachteil. Den haben wir schon genug über die Kostenfaktoren, die wir zu berücksichtigen haben, wenn man Trades eröffnet. Und dementsprechend brauche ich halt immer Märkte, die, ich sage mal ganz gerne, die gerade heiß sind. Ja, die also irgendwie uns eine Möglichkeit bieten, entweder mit Long Trades oder mit Short Trades mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gewinne einzufahren. Ja, das mache ich im Bereich der Rohstoffe und auch im Bereich der Währung, so ein bisschen mit diesen Commitments of Traders und auch mit Saisonalitäten. Das ist da mein Haupttool, was ich benutze, um die Handelsrichtung festzulegen. Und der nächste Punkt ist dann, einen entsprechenden Einstieg zu finden. Ja. So, und für die Handelsrichtung haben wir ja, hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, ganz klar, eine sehr, sehr einfache Variante, die man sich hier anschauen kann über die Ichimoku-Charts, und zwar, ob wir oberhalb der Wolke sind oder ob wir unterhalb der Wolke sind. Ja, und wenn wir unterhalb der Wolke sind, dann ist das ein potenzieller Short-Kandidat, auf den wir hier drauf schauen. Wenn wir oberhalb der Wolke sind, ist das ein potenzieller Long-Kandidat. Wir sehen jetzt, dass wir im S&P hier Ende April aus der Wolke nach oben ausgebrochen sind und haben jetzt hier schon zweimal auf dem gleichen Level ungefähr aufgesetzt, haben zweimal das gleiche Level getestet. Ja, das ist so dieser Bereich 2760 bis 2780 Punkte hier. Dickes Support-Level. Das kann man auch, ja, wenn man sich den Ichimoku mal ausblendet und einfach mal einen Blick auf den Chart wirft, dann sehen wir, ja, wenn ihr meine Webinare schon öfter mal verfolgt habt, dann kennt ihr das von mir, diese Kauflevel. Ja, wir haben hier ein ganz, ganz typisches Unterstützungslevel. Da haben wir jetzt eben zweimal aufgesetzt und befinden uns im Moment wieder auf dem Weg nach oben. Ja, also von den einfachen Sequenzen her, wenn wir uns die einfache Sequenz anschauen, ich hole mal noch ein separates Zeichentool hier rein. Dann müssen wir hier nicht gleich immer wieder alles rauslöschen. So, wenn man sich die aktuelle Sequenz anschaut, ja, also das, was der Trend hier momentan vorgibt, dann ist das im S&P im Moment der Trend oder die Sequenz, die den Trend vorgibt, nämlich ein Aufwärtstrend. Und wir haben jetzt innerhalb dieser Spanne hier, ja, zwischen dem Tief und dem Hoch hier, erstmal keine neuen Informationen. Jetzt hat der Markt heute hier schon versucht, nach oben rauszukommen. Das war für den US-Markt aber vorbörslich. Ja, das war direkt heute früh, als auch der DAX so Richtung 11.200 gelaufen ist. Da ist der S&P einmal kurz hier oben rausgebrochen. Ist jetzt im Verlaufe des Tages erstmal wieder darunter gekommen. Das heißt, das nächste Einstiegslevel, die nächste Einstiegsmöglichkeit, die sich hier für einen kurzfristigen Trade anbietet, wenn man mit einem Breakout handeln möchte, das wäre hier oben. Na, und das Ganze können wir uns jetzt nochmal anschauen mit dem Ichimoku-Indikator drin. Ja, und da sehen wir das. Diese Kaufzone, die hier aus dem Chart kommt, ist eben auch genau der Bereich, der hier das obere Level dieser Unterstützungswolke festlegt. Wir haben hier im Moment folgende Situation. Wir haben einen Preis, der oberhalb der violetten Linie liegt. Das ist ein Long Setup. Wir haben den Preis, der oberhalb der Wolke liegt. Das ist eine ganz klare Long-Ausrichtung. Und wir haben diese blaue Linie hier, diese nachlaufende, die auch
oberhalb des Preises ist. Ja, und wenn die oberhalb des Preises ist, dann spricht das ganz klar für einen Nachfrageüberhang. Also, dass wir auf jeden Fall einen Käufermarkt hier haben. Ja, und wenn wir uns anschauen, wann wir hier klar drüber gelaufen sind, das war hier so zu dieser Zeit, als der S&P über die 27,50 rübergelaufen ist, da ist dann auch die blaue hier über den Kurs gekommen. Ja, dann, falls ihr euch noch erinnert, das, was wir hier sehen, ist im Prinzip der Schlusskurs, den wir hier haben, können wir direkt gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Perioden nach hinten verschoben. Ja, also der Schlusskurs von gestern, 26 Perioden nach hinten verschoben, das ist der Kurs, den wir hier in Blau sehen. Und wenn der oberhalb des Preises ist, ist es bullisch. Wenn der unterhalb des Preises ist, ist es bearish. Das heißt, wenn wir uns den S&P jetzt hier anschauen auf dem Tageschart, dann ist das einzige Signal, was noch fehlt, ach gar nicht wahr, die rote Linie hat hier auch schon die violette gekreuzt. Also wir haben einen Preis über der violetten, wir haben die rote über der violetten, wir haben die blaue über dem Preis, wir haben den Preis über der Wolke. Es ist alles bullish im S&P 500. Ja. Ja, Gerd, wie ich den Kaufbereich festlege, das ist ein bisschen umfangreicher jetzt. Ich würde dir einfach empfehlen, dich vielleicht mal regelmäßig in meine Webinare reinzuschalten. Ich mache ja ständig Analyse-Webinare, wo wirklich nur Kursverläufer unter die Lupe genommen werden. Und da wirst du das so langsam sehen, dass das immer wieder die gleichen Bereiche sind. Das ist immer, wenn wir eine Korrektur haben, dann so eine kleine Seitwärtsphase und dann der Kurs kräftiges Momentum bringt. Dann ist das so ein typischer Bereich. Ja, das hier wäre auch einer, ne, eine Korrektur, ein kleiner Seitwärtsbereich. Und dann haben wir das Momentum hier nach oben. Na, das sind so die typischen Level, auf die ich da achte. Also S&P auf dem Tageschart momentan klar bullish. Einstieg, im Prinzip sollte man schon drin sein. Ja, wenn wir uns das gleich mal anschauen im Währungsmarkt, dann werden wir sehen, in dieser Kerze hier, in dieser bullischen Umkehrkerze, die der S&P hier gezeigt hat, hätten wir oder haben wir über das Add-on zwei Signale bekommen, nämlich dass der Preis durch die violette Linie geht und dass der Preis aus der Wolke nach oben rausgeht. Ja, und dann das wäre dann hier das Einstiegslevel gewesen mit dem Ausbruch über dieses Donnerstagshoch. Ja. Von hier an sollte man im S&P long sein. Und damit wir uns mal einfach so ein bisschen diese Live-Signale anschauen können, gehe ich hier mal in den Währungsbereich. Dann schauen wir uns das Ganze im Währungsbereich mal an. Und das, was ich jetzt hier getan habe, ist dieses Add-on, wo die Ichimoku-Signale drin sind, das könnt ihr bekommen über den Agena-Trader. Wenn ihr also einen Agena-Trader benutzt, dann könnt ihr dieses Add-on, wo dieser Arbeitsplatz für Ichimoku-Charts schon hinterlegt ist, könnt ihr bekommen. Und in diesem Arbeitsplatz sind auch die ganzen Signale hier drin. Das, was normalerweise hier läuft, ist, dass die Signale genommen werden nach dem Schlusskurs. Also die Signale, die normalerweise hier angezeigt werden, sind die Signale vom Tageschart, die aufgrund des Schlusskurses von gestern basieren. Ich habe, damit wir jetzt frische Signale haben, eine Sache geändert. Und zwar kann man das im Agena Trader immer ganz gut festlegen, wie man das haben möchte. Ich habe die Session festgelegt, also aus dem Add-on Top Trader Signals, die Ichimoku Signale, das ist die Session. Und hier gibt es einen Punkt, der nennt sich auf Bar Close berechnen. Den habe ich auf False gesetzt. Wenn der auf True steht, dann werden Signale angezeigt, die durch den Schlusskurs von gestern entstanden sind. Wenn ich das hier auf False setze, dann werden quasi die Live-Signale angezeigt. Also die Signale, die jetzt gerade über den Kursverlauf, wie er heute entstanden ist, interessant sind. Ja, das wäre hier zum Beispiel US-Dollar, japanischer Yen, Long. Ja, da haben wir hier jetzt ein Signal, Tenkan Kijun Long. Das heißt, das sehen wir jetzt nicht, weil die Linien sich hier noch nicht weiter fortsetzen. Aber
So wie die Kerze momentan steht, wird morgen die rote Linie die violette gekreuzt haben. Ja, und deswegen haben wir hier jetzt ein Long-Signal bekommen. Gestern wäre das Long-Signal gewesen, Ausbruch aus der Wolke. Und dann sollte man auch spätestens hier an der 157 in dem Bereich in dem Wert Long sein. Ja, weil wir ein ganz klar bullisches Setup haben. Wir haben einen Preis, der oberhalb der violetten Linie liegt. Wir haben jetzt gerade das Signal, dass die rote morgen über die violette geht, wenn der Kurs hier ungefähr an dem Bereich schließt. Und wir haben einen Kurs, der deutlich aus dieser grünen Wolke nach oben rausgeht. Das heißt, das eine, was jetzt noch fehlt, ist, dass diese blaue Linie hier über den Chart läuft. Ja? Wenn diese Aufwärtsbewegung sich weiter fortsetzt hier, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wann das sein wird. Das heißt, sollten wir heute hier in dem Bereich schließen, 187, dann wird die blaue Linie morgen hier stehen, an diesem Punkt. Ja, und wenn wir dann morgen nochmal steigende Kurse sehen, dann haben wir die blaue definitiv oberhalb des Kurses. Ja. Sollten wir wieder runterkommen, dann verläuft die blaue eben auch wieder weiter unten und dann haben wir dieses letzte Long-Signal noch nicht. Ja. Ansonsten haben wir hier schon im Prinzip dann alles in der Long-Richtung im US-Dollar, japanischen Yen. Die Variante, wie man damit arbeiten kann, wenn wir jetzt von gestern sehen, dass der Kurs hier aus der Wolke rausgebrochen ist, dann warte ich im Prinzip immer auf die Bestätigung, dass wir über die Tageskerze nach oben ausbrechen. Vergrößere das mal kurz. Ja, wir haben hier den Schlusskurs oberhalb der Wolke. Das ist also das Signal, was gestern angezeigt worden ist. Das nennt sich dann so wie dieses hier, Kumo Breakout Long. Und wenn wir dann über das Tageshoch drüber gehen, dann ist das hier unser Einstiegssetup. Ja, die 157. Wenn man jetzt mit diesen Intraday-Signalen arbeitet, kann man natürlich auch immer noch schauen, ob sich auf der kurzfristigeren Zeitebene was ergibt. Das ist jetzt hier der 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir, wir haben im 4-Stunden-Chart hier auch schön diesen Ausbruch gehabt bei 107,77. Und das war auch der Ausbruch hier über dieses Tageshoch. Ja. Und da kann man dann entsprechend am Tief vielleicht seinen Stop platzieren, schauen, wie weit das Ding läuft und dann da entsprechend auch die Gewinne dann irgendwo mitnehmen. Die anderen Signale, die wir jetzt hier noch drauf haben, ist US-Dollar, Kanadisch-Dollar im Kumo Breakout Short. Das heißt, das ist hier der Live-Breakout aus der Wolke gewesen, der das dann hier zu dem Zeitpunkt, als der Kurs hier nach unten durchgelaufen ist, hat er dieses rote Signal entwickelt. Auch hier können wir noch mal kurz gucken, wie es denn für den Rest aussieht. Ja, wenn ich mir anschaue, wie schwach das Ding hier im Moment ist, wenn wir hier in diesem Bereich auch schließen, dann kommt die blaue Linie hier auch runter morgen. Dann dürften wir auch demnächst unterhalb des Kurses liegen, zumindest innerhalb der nächsten 3 Tage sollten wir dann mit der blauen Linie auch unterm Kurs liegen, wenn der Kurs hier schwach bleibt. Und alle anderen Signale sind hier schon gegeben. Wir haben den Kurs, der unterhalb der violetten steht. Wir haben die rote Linie, die hat hier zu dem Zeitpunkt schon geschnitten, die violette, hat hier also schon das erste Short Setup gegeben. Das konnte man noch nicht handeln, weil wir hier noch ganz klar oberhalb der Wolke waren. Aber jetzt, ne, wo die Grundsignale hier Short schon vorhanden sind und wir jetzt hier noch den Ausbruch aus der Wolke sehen, ist auch das hier ein super Setup, um Short zu sein. Ja. Hier muss man allerdings immer gucken, das, was ich gerne mache, ist, ich nehme immer einmal den Indikator raus, um mir einfach die Price Action anzuschauen. Wir haben von der Price Action her hier einen Kaufbereich. Ja, das ist wieder dieser ähnliche Kaufbereich, wie wir uns das gerade schon angeguckt haben. Das ist also Unterstützung. Das ist auf jeden Fall Unterstützung hier. Und auch dieser Bereich hier ist Unterstützung. Ja, da sehen wir, wir sind hier 1, 2, 3, 4 Tage lang reingelaufen oder zumindest rangelaufen an dieses Kursniveau. Und jedes Mal sind hier wieder Käufe reingekommen. Das sind hier alles nur Dochte. Wenn man also hier die defensive Variante handeln will, dann wartet man, bis der Kurs tatsächlich auch hier unter die 1,3850 geht. Ja.
Okay, ich gucke mal kurz in das Fragenfeld. Das ist doch ein bisschen was da. Der Mario fragt, ob ich den Indikator auch für meine Rohstoffanalyse benutze. Nein, das mache ich nicht. Ja, also Ichimoku ist etwas, das benutze ich super gerne für Aktien und benutze das auch sehr gerne für Währungen. Für Rohstoffe benutze ich das nicht. Das Ding ist einfach, dass ich im Rohstoffbereich hauptsächlich über Commitments of Traders und Saisonalitäten arbeite, mir davon die Trade-Richtung vorgeben lasse. Und dann handle ich ganz normale, ganz einfache, klassische Ausbrüche unter Unterstützung oder Ausbrüche über Widerstände oder Chartformationen. Ja, da handle ich ganz simple, ganz primitive Setups. Und da will ich auch gar nicht mehr Informationen drin haben. Ja, da habe ich die Trade-Richtung, die mir vorgegeben wird. Und der Rest läuft eben über ganz einfache, ganz simple Setups. Und Mario, du weißt das ja, ich arbeite im COT-Bereich ja auch viel mit den Signalen aus meinem Add-on und da brauche ich sowieso gar keine anderen Indikatoren mehr dazu. Ja, weil das Strategien sind, die dahinterlegt sind, die schon einen positiven Erwartungswert haben und da fummel ich quasi auch gar nicht weiter dran rum. Okay, was haben wir noch? Welche Werte die Linien haben, lila, rot und blau? Susanne, dafür bitte einfach die Aufzeichnung anschauen vom letzten Mal. Da ist das alles ganz genau erklärt, was das für Linien sind und welche Werte die haben. Okay, was haben wir noch? Schaust du dir die Signale des Indikators bei jedem Markt einzeln an oder läuft das automatisch? Also, diese Signale hier, die entstehen automatisch. Ja? Aber bevor ich jetzt irgendwo einen Trade eingehe, mache ich es immer so, dass ich mir einmal anschaue, wie ist die Grundsituation, ja, wie sieht das Ganze aus mit den einzelnen Indikatoren, die aus dem Ichimoku-Chart kommen. Am liebsten mag ich wirklich diese Setups, wo wir aus der Wolke ausbrechen und dann eben charttechnisch das Ganze auch noch bestätigt wird. Das sind meine absoluten Lieblings-Setups. Aber ansonsten, die Signale kommen automatisch, die Trades setze ich aber alle manuell um. Ja, und ich schaue mir immer zwei Dinge an. Ich schaue mir an, wie sieht das aus der Indikatorlage aus und wie sieht das aus, wenn ich mir einfach rein nur die Price Action anschaue und mehr nicht. Ja, das sind die beiden Dinge, die ich beachte bei Ichimoku Trades. Und im Währungsbereich werfe ich auch immer noch einen Blick hier auf diesen Currency Strength Indikator. Den habe ich im 4-Stunden-Chart, weil 4 Stunden ist so, ja, meiner Meinung nach, dass die ideale Handelsebene für Währungen, entweder 1 Stunde oder 4 Stunden, das sind so die beiden Hauptzeitfenster, in denen ich hier arbeite. Und da schaue ich mir immer gerne an, nochmal kurz den Überblick, welche der Major Currencies gerade besonders stark oder besonders schwach sind. Und von daher benutze ich das im Prinzip immer noch mal, um Trades zu bestätigen. Ja, und wenn ich jetzt hier ein Trade-Setup habe, US-Dollar Short gegen Kanadisch-Dollar, also quasi US-Dollar Short, Kanadisch-Dollar Long, dann schaue ich einmal kurz hier auf den Currency Strength, schaue mir an, wo ist der Kanadisch-Dollar? Na, okay, der schwächelt so ein bisschen. Wo ist der US-Dollar? Hier. Der wird gerade so ein bisschen stabiler über die 4 Stunden Kerzen hier. Wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ist ein typisches Verhalten dafür, wenn wir hier an einem Support-Level stehen. Deswegen würde ich hier wirklich erst gerne sehen wollen, dass dieses Support-Level gebrochen wird, bevor ich da was tue. Ja, die Signale analysiere ich immer auf dem Daily. Typischerweise ist das Signal Tagesschlusskurs. Ja, das ist auch richtig. Für Trades, die ich dann für den nächsten Tag plane, schaue ich dann gerne mal mit dem Tagesschlusskurs. Warum mache ich das? Naja, ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Der Tagesschlusskurs ist meiner Meinung nach tatsächlich der wichtigste Kurs des Tages. Das hängt damit zusammen, dass wir inzwischen sehr, sehr viele vollautomatisierte Algos haben, die im Markt unterwegs sind, die also ja, große Volumina bewegen für relativ kurze Trading-Dauer.
kurze Timeframes und entsprechend auch kurze Wege, die sie zurücklegen wollen, also Gewinne oder Verluste. Ja, viele von diesen Algos sind schon fast so Scalping-Maschinen. Und die bewegen natürlich viel innerhalb des Tages. Dadurch, dass sie recht hohe Volumina inzwischen schon bewegen, bewegen die natürlich auch die Kurse innerhalb des Tages. Fakt ist aber, dass wenn der Handelstag beendet ist und wir haben den Schlusskurs der Tageskerze, dann sind diese ganzen Algos, die vollautomatisch arbeiten, zum Großteil wieder aus dem Markt raus. Ja, das heißt, Bewegungen, die die vielleicht innerhalb des Tages verursacht haben, die verlieren zum Ende hin ihre Bedeutung. Ne, habt ihr vielleicht schon öfter mal gesehen, gerade auch bei den Indizes, dass innerhalb des Tages nochmal schnell das Tageshoch rausgenommen wird, nur damit der Kurs dann direkt wieder dreht und eine ganze Ecke tiefer am Ende schließt. Und wenn man jetzt mit Stop-Orders über dem Tageshoch arbeitet, ja, dann kann das passieren, dass man mal schnell gefischt wird, kommt in einen Trade rein über den Stop oder wird schnell ausgestoppt. Am Ende des Tages ist die Position, wenn man da schnell eingestoppt worden ist, dann doch wieder im Verlust. Ja. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, mit so Intraday-Signalen zu arbeiten. Es ist für einen Swing-Trader ist es die sicherere Variante, auf den Tagesschlusskurs zu warten. Das würde jetzt hier heißen, für US-Dollar, Kanadisch-Dollar, ja, dass wir erstmal abwarten, ob, wenn der jetzt hier nochmal weiter runterkommt, ob der auch tatsächlich unterhalb von 138,40 schließt, ja, oder 138,50. Ansonsten könnte das sein, dass wir wieder genau so eine Bewegung sehen wie hier. Ja, dass der Kurs kurz runterkommt, ne, vielleicht nochmal wie hier ganz kurz ein neues Tief macht. Hol das mal ein bisschen dichter ran, dann sieht man das. Ja, hier ist das Tief bei 1,3854, hier ist das Tief bei 1,3849. Ja, da sind wir tatsächlich nur 6 Ticks drunter gegangen innerhalb des Tages, um dann einfach zum Ende des Tages doch tatsächlich deutlich weiter oben zu schließen. Ja, und deswegen schaue ich gerne, wenn sich jetzt hier die Tageskerze weiter nach unten entwickelt und schließt auch unterhalb dieses Levels, dann würde ich am nächsten Tag den Ausbruch unter dieses Tagestief short gehen. Ja, ansonsten gilt für mich die Unterstützung hier noch nicht als gebrochen. Okay. Der Ingolf fragt, ob ich Ichimoku auch im Tageshandel anwenden würde. Ich persönlich mache das nicht. Ich kenne aber einige Trader, die damit arbeiten und damit auch erfolgreich sind. Also es scheint auch im Tageshandel zu funktionieren. Ja, meine Trading-Ebene oder meine Analyse-Ebene für Ichimoku ist der Tagesschart. Okay, Dieter fragt, wo er den Currency-Indikator findet. Du meinst diesen Relative Currency Strength? Das ist ein Add-on vom Agena Trader. Das muss man, wenn man das im Agena Trader nutzen will, glaube ich, käuflich erwerben. Okay. Ist der Ichimoku bei meinen Top Trader Signals Add-on mit dabei? Ja, Lars, der ist mit dabei. Also Ichimoku und auch diese ganzen Signale, die hier hinterlegt sind. Das sind im Prinzip die ganzen Signale, die ich im ersten Webinar-Teil erklärt habe. Ja. Schaut euch die Aufzeichnung nochmal an. Das sind 4 oder 5 Handelssignale, die ich da ziemlich genau erläutert habe. Die sind recht simpel, aber die sind hier eben alle vorprogrammiert. Ja, und dadurch kommt man hier sehr, sehr einfach quasi in gute Trades rein. Ja, ich habe hier jetzt heute das Signal gekriegt, Kumo Breakout Long im New Zealand Dollar Japanese Yen. Holen wir uns den Ichimoku hier mal kurz rein. Ja, dann sehen wir das hier an der Stelle, sind wir hier nach oben ausgebrochen. Gestern haben wir hier schon das Signal gekriegt, dass der Kurs über die violette Linie geht. Ja, das ist heute hier nochmal bestätigt worden mit dem Ausbruch. Und jetzt kommt ein weiteres Signal hier dazu, Ausbruch aus der Wolke nach oben. Ja, super bullish. Wir haben diese kleine Abwärtssequenz, die hier gelaufen ist, gebrochen. Ich zeichne das mal kurz ein. Im New Zealand Dollar Japanese. Die Abwärtssequenz, ja, die ist ziemlich engmaschig gelaufen. Wir haben hier also sehr weite Retracements gesehen. Ja, und dann auch immer nur knapp neue Tiefs.
Das ist also hier seit Anfang April im Prinzip diese kleine abwärtsgerichtete Sequenz. Da sind wir jetzt nach oben rausgegangen. Ja, wir sind also einmal kurz über dieses Hoch gegangen. Damit ist die Abwärtssequenz rausgenommen. Also trendtechnisch passt das jetzt hier alles. Wir haben ein deutliches Momentum innerhalb von 2 Tagen. Das ist immer ein gutes Zeichen, ja, wenn ihr das so ein bisschen durchzählt hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Tage gebraucht, um diese Bewegung nach unten zu machen und haben jetzt seit gestern einfach nur 2 Tage gebraucht, um die komplette Bewegung wieder zurückzuholen. Ja, wenn wir jetzt hier auf den Currency Strength gucken, dann sehen wir, New Zealand Dollar, ne, das ist diese türkisfarbene hier, das ist die stärkste Währung momentan, New Zealand Dollar hier oben. Die schwächste Währung momentan auf den 4 Stunden ist Japanese Yen. Und genau diese Konstellation hatten wir heute früh schon und die hatten wir auch gestern Nachmittag schon. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, gestern Nachmittag um 16 Uhr kam hier japanisch Yen schon ganz deutlich runter und New Zealand Dollar, diese türkisfarbene, kam hier ganz deutlich nach oben. Ja. Gestern Nachmittag, da standen wir noch hier unten. Ja. Und da hat man also hier die Möglichkeit, noch New Zealand Dollar gegen Japanese Long zu gehen. Na, spätestens ja, jetzt heute hier im Break über die Wolke. Kursziele findet man immer am einfachsten, wenn man alles ausblendet und sich im Prinzip nur den Chart drin lässt. Wenn wir uns das hier mal anschauen, ja, das ist hier so eine ganz typische Widerstandszone. Das wäre so das Kursziel hier. Ja, 67,10 ist das, was wir hier noch recht locker wahrscheinlich erreichen können. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier oben so bei 66, da wartet ein Widerstandslevel. Ja, das ist Widerstand. Aber wenn ich die Dynamik sehe hier, die im New Zealand Dollar auf der Positivseite und im Japanese Yen auf der Negativseite ist, dann haben wir gute Chancen, in diesen Bereich hier reinzulaufen. Okay. So. Lars, zu den Top Trader Signals gibt es eine Videoserie, die ist auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Also vielleicht einfach mal bei YouTube unter Daytrading Coach gucken. Da findest du eine komplette Videoserie. Da sind die ganzen Signale ziemlich genau beschrieben. Okay, so, was hatten wir hier vorhin noch drin? British Pound, Japanese Yen. British Pound, Japanese Yen haben wir hier heute kein neues Signal, aber das gucken wir uns gerne mal an, wie das aktuell hier aussieht. Schwierig, ja, weil wir haben klare Short-Setups hier in dem Markt. Wir haben die rote Linie, die unter der violetten liegt. Die hat hier an diesem Tag, Anfang Mai, am 1. Mai, hat die geschnitten. Das ist ein Negativzeichen. Wir liegen mit dem Kurs unterhalb der roten Wolke. Das ist ein klares Negativzeichen. Das ist also eine Short-Ausrichtung. Wir haben hier diese nachlaufende blaue Linie, die unterhalb des Preises liegt, also eine Angebotssituation. Das ist ein bärisches Zeichen. Ja, das ist also alles bärisch, was wir hier im Moment sehen. Das Einzige, was gerade eventuell passiert, ist, dass der Preis hier oberhalb der Violetten schließen könnte, wenn er noch ein bisschen Druck macht. Das wäre aber das erste positive Zeichen hier. Alles andere ist nach Ichimoku hier klar negativ. Also wenn ich im Moment im British Pound Japanese was traden würde, dann definitiv auf der Short-Seite. Ne? Dafür benutze ich das Ganze. Wir sind jetzt hier an einem wichtigen Widerstandslevel. Dieser Widerstand, der zieht sich hier noch hoch bis 134 rauf. Das sieht man immer an der Dicke der Wolke. Könnt ihr euch mal merken, je dicker diese Wolke ist, umso stärker ist auch der Widerstand. Ja, wenn wir so eine ganz schmale hier haben, ne, wo die Linien quasi zusammenlaufen, da ist es, wenn der Kurs hier nach oben läuft, relativ einfach da durchzugehen. Ne, oder so wie hier. Da sehen wir das. Der geht relativ einfach da durch und geht dann auch relativ einfach wieder zurück. Da ist nicht viel an Support oder Resistance. Deswegen, wenn ich hier ein Setup traden würde, dann ganz klar ein Short Setup. Jetzt können wir uns einmal
die Wolke hier rausnehmen, gehen hier auf den nackten Chart quasi und machen dazu jetzt noch die Chartanalyse, gucken uns die letzten Sequenzen hier an. Wir kommen von oben und laufen hier relativ deutlich in einer sehr schönen Abwärtssequenz. Ja, das ist also eine ganz typische Sequenz hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt hier ein Retracement sehen und nochmal weiter nach unten laufen, ist relativ groß. Ja. Zwar haben wir hier unten einen Unterstützungsbereich, der fängt hier an. Ja, hier, so bis hier. Das ist ein Unterstützungsbereich. Das ist eben auch wieder so ein typischer Bereich. Da sind wir herangelaufen. Die Preisreaktion, die wir jetzt sehen, ist also relativ normal. Ja, die sollte man so erwarten. Und über den Currency Strength sehen wir es auch, dass British Pound gerade stärker wird. Japanischer Yen wird schwächer. Ja, das ist also das Setup, was im Moment hier läuft. British Pound stärker, japanischer Yen schwächer. Aber aufgrund der Sequenz, die hier läuft, wäre das für mich ein Markt, der noch eher auf der Short-Seite zu traden ist. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, wie man hier arbeiten will. Ob man sagt, hey, wir haben hier ein Widerstandslevel. Ja, das hier ist ganz klar ein Widerstandslevel. Ne? Da liegen hier diese ganzen Tiefs, der Bereich dieser Tiefs hier. Na, hier war es einmal umkämpft. Das ist also definitiv Widerstand. Ob man jetzt sagt, mir reicht das, dass der Trend noch klar abwärts gerichtet ist. Na, hier oben rechts habe ich immer den Wochenchart drin. Im Wochenchart hier sieht man es auch ganz schön. Hier ist der Trend auch ganz klar noch abwärts gerichtet. Na, und wir sind eben jetzt hier auch an der oberen Begrenzung von diesem Trendkanal angekommen. Wir haben hier im 4 Stunden, ne, da sehen wir diese alten Tiefs hier. Das ist also auch ein wichtiger Bereich im 4 Stunden. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, hey, ich trade dieses Ding ganz aggressiv. Wir sind ans Widerstandslevel rangelaufen. Ich gehe hier short, pack meinen Stop hier oben drüber. Ja, das ist ein relativ kleiner Stop. Hab mein Ziel hier unten und arbeite jetzt. Das kann ich mir hier ganz einfach anschauen mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. 1 zu 1, 2 zu 1, ungefähr 2,5 zu 1. Ja. Jetzt kann man sich ausrechnen bei einem Chance-Risiko-Verhältnis 2,5 zu 1, wie oft man da recht haben muss, damit man damit Geld verdient. Ne, das ist nicht besonders oft. Also wenn wir 2,5 zu 1 traden, dann brauchen wir so ja, eine Trefferquote von, ja, wenn wir so bei 3 zu 1 sind, braucht man eine Trefferquote von 30%. Bei 2,5 zu 1 brauchen wir vielleicht so eine Trefferquote von 35, 40%, damit wir damit profitabel werden. Das heißt, ihr könnt von 10 Trades locker 6 um die Ohren kriegen und würdet damit, wenn die restlichen 4 zum Ziel laufen, immer noch Geld verdienen. Ja. So, aber bei einem 2 zu 1 sind wir sogar schon nur bei 30%. Also mit 30% Trefferquote würden wir hier bei einem 2,5 zu 1 würden wir schon Geld verdienen. Ja. Ich bin da nicht so ein Freund von, hier direkt an diesen Widerständen zu verkaufen, gerade wenn das Momentum so stark ist wie hier, sondern ich würde jetzt einfach mal warten, vielleicht auf 4 Stunden, bis sich hier so eine Umkehrformation erkennen lässt oder wir zumindest eine bärische Kerze sehen, die danach unterschritten wird. Dass ich also auch tatsächlich hier auf dem Chart sehe, okay, diese Aufwärtsbewegung könnte jetzt erstmal vorbei sein und wir fangen an, wieder nach unten zu fallen. Dann würde ich da shorten. Ja, ich würde jetzt hier nicht direkt in das Momentum reinverkaufen. Okay. Ah, interessante Frage ist hier reingekommen. Ja, da steht jetzt hier. Diese Wolke, die wird im Juni ja grün, ne? Ob das irgendwas zu sagen hat. Ja, typischerweise ist das ein Long-Signal, also ein Signal von Stärke. Wenn diese Wolke die Farbe von Rot auf Grün wechselt, ist das ein Zeichen von Stärke. Man sollte also davon ausgehen, dass von hier an wieder ein bisschen mehr Stärke in den Markt reinkommt. Ja. Ist aber etwas, was ich nicht verwende. Ja. Also in meinen Analysen beachte ich das nicht, wann das hier dreht und wann das von Rot auf Grün geht oder umgekehrt. Das ist für mich nicht so relevant. Für mich ist es viel relevanter, wie steht der Kurs im Verhältnis zur Wolke und wie dick ist die Wolke. Ja, das sind die Sachen, die
für mich hier ausschlaggebend sind. So, dann ist hier noch eine Frage: Funktioniert der Indikator auf allen Indizes gleich stark? Ja, im Prinzip funktioniert er auf allen Märkten ähnlich. Ja, wenn wir vielleicht mal in den DAX reingehen und uns mal hier die letzte größere Bewegung aus dem DAX anschauen, bevor wir hier in diesen Crash reingelaufen sind, na, dann sehen wir im Prinzip hier seit September 19 sind wir hier die ganze Zeit über der Wolke. Wir sind September 19 über die Wolke ausgebrochen, haben dann zum Ende des Jahres, wo wir hier nochmal einen größeren Abverkauf im Oktober hatten, über 3 Tage, gesehen, dass wir diesen Unterstützungsbereich hier testen. Ja, das war ein ideales Level. Das war wirklich ein ideales Level. Wir sind in den Support hier reingelaufen, in die Wolke. Und wenn ich den Ichimoku mal ausmache und hier auch mal nur auf die Price Action gehe, dann sehen wir, dass das im Prinzip der Test dieser alten Hochs hier war. Das ist ein ganz, ganz hervorragendes Unterstützungslevel dieser alten Hochs. Und das Ganze jetzt eben in Verbindung mit Ichimoku, na, nämlich die blaue, die war deutlich oberhalb des Kurses. Na, das war hier zu diesem Zeitpunkt. Das Retracement ist also gelaufen und die blaue Linie ist trotzdem nicht unter den Preis gerutscht. Die war zu dem Zeitpunkt hier. Ja, das ist dieses Level. Die blaue Linie war also die ganze Zeit oberhalb des Preises. Das ist bullish. Wir sind nicht aus der Wolke nach unten ausgebrochen. Das ist bullish. Wir haben Käufer reingekriegt auf diesen beiden alten Hochs hier. Das ist bullish. Und dann sehen wir auch, wie sich der Kurs hier schön nach oben entwickelt hat. Und wer hier unten nicht direkt aggressiv kaufen wollte, der hatte dann hier die Möglichkeit, zum einen hier den klaren Ausbruch des Preises über die violette Linie als weiteres deutliches Kaufsignal und dann auch hier das Schneiden der roten und der violetten als weiteres deutliches Kaufsignal. Ja, also hier stand über die gesamte Zeit alles auf Kaufen. Als wir dann hier in die Seitwärtsphase gekommen sind, dann ist das Erste, was wir sehen, dass die blaue hier auf einmal auf Höhe des Preises ungefähr läuft. Ja, dieser ganz starke bullische Charakter, den wir hier noch hatten, in dieser Phase, der ist also hier dann schon nicht mehr gegeben. Und dann sehen wir, wie der Markt hier anfängt zu kämpfen, läuft hier in den Unterstützungsbereich, bewegt sich nochmal weg davon, läuft in den Unterstützungsbereich, bewegt sich nochmal weg davon. Ja, auch hier in dem Bereich, wo sich Rot und Violett wieder gekreuzt haben und wo sich Preis und Violett gekreuzt haben, als der Kurs aus der Wolke rausgekommen ist, auch hier konnte man nochmal für 2 Wochen long sein, gutes Geld verdienen. Und dann, das, was jetzt eigentlich wirklich interessant ist, schauen wir uns mal an, wie sich der Indikator verhalten hat, als es dann tatsächlich hier vorbei war mit aufwärts. An diesem Tag, am 24. Februar, wo wir hier relativ stark abverkauft haben, ist Folgendes passiert. Wenn wir hier nach links gehen, 26 Perioden nach links, dann sehen wir, dass an diesem Tag die blaue Linie unter den Preis gerutscht ist. Dass wir also hier ein ganz klares Zeichen gekriegt haben. Achtung, am Ende des Tages war die Linie hier. Die Bullishness ist raus aus dem Markt. Ja. Das Zweite, was wir gesehen haben, ein Schlusskurs ganz deutlich unterhalb einer sowieso sehr flachen Wolke. Das war sowieso nur wenig Unterstützung hier. Da ist der Markt direkt durchgehämmert, unten drunter geschlossen. An diesem Handelstag das zweite Negativsignal. Das dritte Negativsignal ist, der Preis ist genau auch an diesem Tag durch die violette Linie hier durchgegangen. Ja, wenn ich es noch mal ein bisschen vergrößere, hier durch die violette Linie durch, hat deutlich tiefer geschlossen und auch die rote läuft jetzt hier mit der violetten parallel auf der gleichen Höhe und auch das ist bärisch. Ja, wir haben hier also 4 Signale, 4 Ichimoku-Signale in einer einzigen Kerze. Ja, und was ist danach passiert? Naja, brauchen wir nicht groß drüber reden. Ja, 35, 40% Kursverlust im DAX. Ja. Das war hier für jemanden, der sich diesen Ichimoku-Indikator anguckt, war das hier so ziemlich das Bärischste, was überhaupt passieren konnte. Den Ausbruch unter diese Tageskerze hier, den konnte man auf jeden Fall verkaufen.
Und deswegen ist dieser Indikator eben so nett, ja, wenn diese Bewegungen sehr dynamisch kommen, und an einem wichtigen Bereich, nämlich wo wir hier sowieso schon relativ lange mit diesem Unterstützungslevel gekämpft haben, ja, wo die blaue hier schon relativ lange mit dem Preis auf einer Höhe gekämpft hat. Und jetzt auf einmal kracht alles dadurch und wir kriegen hier vier Short-Signale gleichzeitig. Na, im S&P ist das ganz ähnlich gelaufen. Das können wir uns hier auch nochmal angucken. Ja, im S&P sind wir dann auch hier endgültig aus der Wolke ausgebrochen, hatten dann hier das letzte Signal, das allerletzte Signal, was noch gefehlt hat, nämlich Rot schneidet Violett. Alles andere war schon gegeben. Der Kurs war oberhalb der Wolke, der Kurs war oberhalb der violetten Linie, die blaue war hier schon oberhalb des Preises. Also hier war dann tatsächlich mit der Kreuzung, hier war dann auch im S&P hier ab Oktober alles bullisch. Dann ging das die ganze Zeit hier nur nach oben. Und hier ist es die gleiche Situation. Wenn wir von hier 26 Perioden zurückgehen, dann kommen wir hier hin. Also, ich vergrößere es nochmal ein bisschen. So, von diesem Schlusskurs 26 Perioden zurück ist hier. Ich markiere das mal gerade. So, da. Also prinzipiell alles noch bullisch. Ja, mit diesem Schlusskurs hier, wir sehen, der Preis ist oberhalb der violetten Linie, rot ist oberhalb der violetten Linie, der Preis ist deutlich über der Wolke, hier ist noch alles in Ordnung für Long-Positionen. Jetzt kommen wir in dieser Kerze hier auf die Wolke. Wir setzen also hier am Support auf und haben das erste negative Zeichen, dass die blaue Linie hier unter den Preis gerutscht ist, haben das zweite negative Zeichen, dass der Preis hier deutlich durch die violette Linie durchgehämmert ist und auch negativ schließt und endgültig vorbei mit aufwärts und alles ready for short war hier, als die Kerze unterhalb der Wolke geschlossen hat. Da kriegt man dann so ein rotes Signal mit Kumo Breakout Short. Ja, und dann konnte man auch hier am nächsten Tag verkaufen, weil hier war wirklich dann auch alles negativ. Ja, blau war deutlich unterhalb des Preises. Wir waren mit dem Preis deutlich unterhalb dieser beiden Signallinien. Die sind gleichzeitig hier abwärts gelaufen. Also hier war alles negativ und auch hier sieht man ja dann, was da draus geworden ist. Also wenn wir hier so eine Anhäufung haben von Negativsignalen, dann ist das eine ganz klare Geschichte. Und von daher suche ich natürlich auch hier immer nach Anhäufung von Positivsignalen. Und jetzt sehen wir eben hier in diesem Beispiel die aktuelle Situation. Das kommt alles nach und nach, Stück für Stück. Hier war ich markiere es jetzt mal. Hier war die erste bullische Kreuzung. Ja. Dann, wenn wir schauen, wo die blaue über den Kurs gegangen ist, das war hier an dem Tag. Ja, da lag dann die blaue hier oben drüber, oberhalb dieses Preises. Dann haben wir hier hinten erst die violette gekreuzt. Ja, hier sind wir das erste Mal aus der Wolke ausgebrochen. Und jetzt sehen wir eben, das ist hier ein zeitlicher Verlauf von 4 Wochen ungefähr, von 4 Handelswochen, den das gedauert hat, bis diese ganzen Signale nach und nach in die Positivseite, zur Positivseite gedreht haben. Das heißt, diese Signallage ist jetzt nicht so besonders stark. Wir haben jetzt zwar alles positiv, aber das können wir im Prinzip jetzt nur dafür benutzen, dass wir uns die Trading-Richtung davon vorgeben lassen. Ja, dass wir sagen, solange wie das so bleibt, gehen wir im S&P überwiegend short, ja, und überwiegend long, sorry, und wollen eigentlich keine Short-Position haben. Na, und in diesen Situationen wie hier oben, wo 4 Signale innerhalb von 2 Handelstagen oder wie im Fall des DAX sogar innerhalb von einem Handelstag gelaufen sind, da wollen wir natürlich sofort am nächsten Tag idealerweise die Short-Position haben. Na, und im DAX ist es jetzt eben hier genau das Gleiche. Na, wir sind mit der roten hier sogar noch unterhalb der violetten wieder. Das ist also noch keine bullische Kreuzung. Ja, wir haben hier jetzt den letzten Ausbruch. Wir hatten hier den ersten Ausbruch aus der Wolke. Hatten hier das Durchbrechen
der violetten Linie tatsächlich erst gestern. Das ist also ein bullisches Zeichen. Dann hatten wir hier an dieser Stelle die blaue Linie, die das erste Mal deutlich oberhalb des Preises liegt. Also auch hier haben wir seit vom 3. April bis 18. Mai innerhalb von 6 Wochen haben diese Signale von alle an einem Tag Short gedreht, haben die 6 Wochen gebraucht, bis die nach und nach wieder auf die Long-Seite gedreht haben. Also auch das ist nicht wirklich bullish. Ja, das ist nichts, wo ich jetzt sofort hier irgendwo gerne den DAX kaufen möchte. Das sind einfach nicht die Bewegungen, die wir sehen wollen. Ja, und das ist also auch immer ein schönes Zeichen dafür, wie stark oder wie schwach eine Bewegung ist. Ja, wenn wir uns das hier angucken, das, was wir im DAX im Moment eigentlich sehen, von diesem Tief bis zu diesem Hoch, ja, da können wir hier rüberfahren, ne, bis Anfang April. Das ist hier alles mehr oder weniger seitwärts, was da läuft. Denn da haben wir keine klare Trendbewegung. Und dann sollte man sich auch eher raushalten aus den Märkten. Gehen wir noch mal kurz auf die Währungen. Schauen wir uns hier noch mal einen Euro neuseeländisch Dollar an. Da haben wir jetzt hier auch Folgendes. So, ich nehme das hier noch mal raus. Oh, da habe ich irgendwie komische Kurse. Die sind bestimmt nicht echt hier, die Spikes. Da habe ich Bad Ticks drin. Aber wie dem auch sei, die Grundbewegung sehen wir hier. Wenn wir hier in Ichimoku reinnehmen, schauen wir uns das Ganze an. Ja, wir kommen aus einer völlig überkauften Situation im Wochenchart, laufen jetzt hier eben im Wochenchart nach unten, haben das Währungspaar Euro, neuseeländisch Dollar. Das gucken wir uns hier auch noch mal kurz an. Euro ist hier in grün, ja, der läuft so ein bisschen seitwärts. Neuseeland-Dollar, haben wir gesagt, ist relativ stark. Ja, ist die stärkste Währung momentan gegen einen leicht schwächelnden Euro. Also definitiv ein gutes Setup. Euro Short gegen New Zealand Long. Und von Seiten der Signallage hier sieht das so aus: Wir sind unterhalb der Wolke. Ja, das ist bärisch zu werten. Der Preis geht jetzt hier gerade durch die violette Linie durch. Und ja, das ist auch das Signal, was wir hier bekommen. Ja, Kijun Cross, also der Preis geht durch die Kijun Sen, durch die violette nach unten durch. Das ist ein Short-Signal. Die rote liegt schon die ganze Zeit unterhalb der violetten. Das ist auch ein Zeichen für Schwäche. Und die blaue, die pendelt hier gerade so ein bisschen zwischen unter dem Preis und über dem Preis. Ja, und wenn wir hier ein bisschen deutlicher fallen, dann werden wir auch mit der blauen hier wieder unter den Kurs kommen. Also auch das hier ist momentan eher ein Short-Setup. Das können wir uns hier ganz schön anschauen, wenn wir auf den Tageschart gehen, den Indikator raus, zeichnen hier einmal kurz die Sequenz ein, die hier gelaufen ist. Ja, Die das ist Bewegung gab es tatsächlich, Martin. Nur zur die Info. Bewegung gab es tatsächlich. Ja. Wow. Eieiei, okay. Das ist aber schon ordentlich. Was haben wir denn da gehabt? Irgendwelche News in Neuseeland? Es gab Ankündigungen der Zentralbank in Ja, Neuseeland. okay, alles klar. Ja, das ist natürlich heftig, ne? Boah. Deswegen arbeiten wir immer mit Stops, damit wir auch überall schön rausfliegen, wenn solche Bewegungen kommen. Okay, aber wie dem auch sei, im Moment läuft das ja alles relativ ruhig. Seit wir das Top hier hatten, das ist ein schöner Kursverlauf, das finde ich sauber, sowas würde ich auch gerne traden. So, also schauen wir uns die letzte Sequenz an, die geht hier von hoch zu tief zu hoch. Das ist wie so eine ABC-Korrektur gegen den übergeordneten großen Abwärtstrend. Und hier sind wir jetzt auch unter dieses Tief wieder gebrochen. Na, damit ist diese Sequenz auch gebrochen. Und auf den 4 Stunden, ja, sehen wir hier drüben. Ja, hier läuft auch schon die erste Abwärtssequenz. Das gefällt mir also alles ganz gut. Und das wäre hier das Verkaufslevel gewesen für Euro, neuseeländisch Dollar. Ne? Euro, japanisch Yen haben wir hier noch. Japanisch Yen haben wir ja auch hier schon gesehen, jetzt ein paar Mal. Ne? Ist im Moment der schwächste Kandidat unter unseren Währungen. Also eine Long-Position hier gegen den Yen.
Finde ich ganz clever, ist sogar das, was ich hier am ehesten traden würde, wenn ich Euro Long gehen will. Dann am besten gegen den schwächsten Wert. Da sieht es auf dem Tageschart eben auch so aus, dass wir hier die aktuelle Sequenz sehen. Ja, und die ist halt ganz schön, weil wir diese letzte Abwärtssequenz, die hier gelaufen ist, ja, so schaue ich mir das immer ein bisschen an. Dass ich immer gucke, was war die letzte Bewegung, und die ist hier rausgeholt worden. Ja, also dieser Abwärtstrend aus dem Tageschart, der ist durch. Wir sind hier rausgelaufen. Und jetzt können wir auf den 4 Stunden gehen. Ich vergrößere das gerade mal ein bisschen. Ja, und schauen mal, wie das jetzt hier in 4 Stunden aussieht. Und in 4 Stunden ist das hier die Sequenz. Die sieht genau aus wie die auf dem Tageschart. Jetzt testen wir gerade dieses Ausbruchslevel hier. Ja, das ist ein Unterstützungsbereich. Wenn wir jetzt innerhalb dieses Unterstützungsbereichs auf den 4 Stunden hängen bleiben und sehen morgen eine Bewegung, dass wir hier vielleicht noch mal ein Stückchen weiter reinlaufen und morgen hier wieder nach oben rausgehen, dann wäre das hier mein Kauflevel. Dann haben wir nämlich auch wieder die Geschichte abgedeckt, dass wir auf den Tagesclose warten und der Tagesclose dann auch eine Möglichkeit oberhalb von diesem Hoch sein sollte. Ja. Okay, das letzte Setup, was ich hier noch bekommen habe, ist Euro-Schweizer Franken. Euro-Schweizer Franken ist etwas, was ich momentan mit der Kneifzange nicht anfassen würde, aus dem ganz einfachen Grund. Die Schweizer Nationalbank setzt momentan alles dran, mal wieder den Schweizer Franken zu stützen. Ich handle sehr ungerne Werte, von denen ich weiß, dass hier im großen Stil quasi manipuliert wird. Das ist natürlich in jeder Währung so, dass die Zentralbanken da immer irgendwo versuchen, das Ganze in die Richtung zu schieben, wo sie es gerne haben wollen. Aber bei der Schweizer Nationalbank ist es eben besonders schlimm. Ja, da sehen wir das hier, was hier das letzte Mal passiert ist auf dem Wochenchart, als die Preisbindung aufgehoben worden ist. Da war es hier nämlich noch das 1,20er Level. Da hat die SNB ganz, ganz eisern dieses 1,20er Level hier verteidigt. Und dann hatte sich das Ganze mal wieder ein bisschen erholt. Dann gab es wieder kräftig Druck hier, ne, Schweizer Franken wieder in einer Aufwertung. Und an diesem Tag hier im Januar 2015 hat die SNB diese Preisbindung oder diese Stützungsmaßnahmen ganz plötzlich eingestellt, hat also das Level freigegeben. Und das war ein Riesentumult damals am Markt. Das war ein riesiges Gap, was hier runtergelaufen ist. Und wir sehen, was das für eine brutale Bewegung ist hier bis 0,97. Und dann haben sie doch wieder angefangen zu intervenieren, haben das Ding wieder so ein bisschen nach oben gebracht. Und jetzt über die letzte Zeit war es das 1,5er Level, dieses Level hier unten. Dieses 1,5er Level ist jetzt ganz, ganz eisern gehalten worden von der Schweizer Nationalbank. Deswegen würde ich diesen Wert momentan nicht anfassen und würde hier auch keine Trades aufbauen. Wobei die auch davor gewarnt haben, dass das keine ähnliche Situation ist wie im Januar. Also die 1,05 ist nicht garantiert, dass sie das halten möchten. Also Ja, ist klar, einfach auf die Idee natürlich. gekommen. Das, wenn du dich aber daran erinnerst, dann haben sie 2015, auch kurz bevor sie das aufgehoben haben, ja, 2 Tage vorher haben sie in der Pressekonferenz noch gesagt, sie werden alles dran setzen, dieses 1,20er Level zu halten. Das hat natürlich die ganzen Trader nochmal zusätzlich animiert, da Margin All In auf der Long-Seite sich zu positionieren. Ja, das stimmt, Dann ja. haben sie das ohne Ankündigung auf einmal fallen lassen. Also da würde ich mir auf jeden Fall kein. Sollte man sich gut überlegen, da hast du Ja, recht. also da gibt es wirklich schönere Währungspaare, die man im Moment handeln kann. Na, wir haben es uns ja angeguckt, haben ja ein paar nette Kandidaten hier gefunden heute. Und Euro-Swissy ist also etwas, das würde ich zumindest von meiner Trading-Liste erstmal streichen. Okay, ich gucke noch mal kurz in den Fragenbereich, was wir da haben. Euro New Zealand sieht beim Jens genauso aus. Ja, haben wir ja gerade gehört. Freundlicherweise, dass die Bewegungen da echt waren. Michael, ja, das ist einfach nur diese RCS
Out minus 4,95, das ist einfach nur die Gewichtung hier, wie die Werte gewichtet sind. Ja, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was die Zahlen genau zu bedeuten haben. Die Zahlen an sich interessieren mich auch gar nicht. Mich interessiert hier immer nur die Relation der einzelnen Währungen zueinander, ne, wie das im Moment aussieht. Okay. Weizen, Susanne, Rohstoffe. Ach so, Weizen mit Ichimoku, ja klar, können wir noch mal kurz draufschauen, ein paar Minuten können wir ja überziehen. Ich glaube, da hat der Nelson schon mit gerechnet, dass der Martin wieder überzieht. Natürlich. Schauen wir uns hier noch mal kurz Weizen an mit Ichimoku. Ich nehme mal die Level hier raus. So. Ja, gut, da braucht man nicht groß überlegen, ne? Da ist nach Ichimoku hier tatsächlich alles negativ. Ne? Wir sind hier im April, Ende April, sind wir nach unten aus der Wolke ausgebrochen. Wir haben hier am 24. schon die violette Linie klar nach unten verlassen. Wir haben auch hier in der Nähe des 24. die Kreuzung gehabt zwischen Rot und Violett, also auch das super bearish. Und wir haben, seit wir nach unten aus der Wolke ausgebrochen sind, also hier seit 28., 29. April, haben wir den Preis, also die blaue Linie auch deutlich unterhalb des Preises. Und mit tatsächlich ist hier mit dem Ausbruch aus der Wolke alles in die Negativrichtung umgeschlagen. Und zwar so, wie wir das sehen wollen, ja, so wie wir das gerne haben, wenn wir nach Ichimoku arbeiten. Ich markiere das mal. Ja, innerhalb dieser 1, 2, 3 Handelstage haben alle Indikatoren, die wir hier verfolgen, auf Short gedreht. Alle Indikatoren auf negativ gedreht. Ja? Und zwar hier, hier, dann hier im Ausbruch aus der Wolke und hier mit Unterschreiten des Preises von der blauen Linie. Ja. Das ist dann hier die Differenz zwischen blauer Linie und Preis. Ja, und das ist alles innerhalb dieser 3 Handelstage aufgetreten. Und das ist genau das, was ich meine. Ich möchte, wenn Signale auftauchen, dass die zeitlich sehr, sehr kurz hintereinander auftauchen, dass ich dann eben auch genau weiß, was meine Handelsrichtung sein sollte. Ja. Das ist also ein ganz klares Short-Setup. Aber eben in dem Bereich hier oben. Ja, irgendwo hier, vielleicht noch mit Unterschreiten dieser Kerze. Und dann muss man natürlich sehen, wie man sein Stop-Management hier macht. Idealerweise über Momentum, das wäre hier oben bei 5,50, idealerweise. Oder man nimmt das eben als Trade-Richtung, schaut sich das Ganze dann an, wie das hier läuft und macht im Prinzip das Gleiche, was ich dann mache, nämlich im Prinzip hier ganz simple Chartformationen handeln. Ja, das ist hier so ein Keil, der entstanden ist über 6, 7 Handelstage. Mit dem Ausbruch aus dem Keil ist das dann wieder eine Short-Position und dann hat man seinen Stop halt schon hier oben. Ja, das ist das, was man hier machen kann. Jetzt aktuell muss ich ganz klar sagen, sind wir hier einfach zu spät dran. Ja, jetzt aktuell kann man hier gar nichts mehr machen. Der Trend ist zwar weiter klar abwärts, aber wir sind hier in dem dicken, dicken Support-Level. Sollten wir hier runterbrechen und alle Indikatoren bleiben dann natürlich auch negativ, sollten wir hier runterbrechen, hätte man da nochmal eine Möglichkeit für einen kurzfristigen Trade. Da müssten wir jetzt auf dem Wochenchart mal gucken, wo hier die nächsten Support-Level sind. Ja, naja, die sind schon hier direkt unten drunter. Also das wäre hier nichts mehr, was ich noch shorten würde. Ja, die Abwärtsbewegung ist vorbei. Wir haben hier Commitments of Traders-Signale in die Long-Richtung. Wir haben hier Saisonalität in die Long-Richtung. Wir haben ein dickes Unterstützungslevel. Also das wäre hier kein Wert mehr, den ich auch irgendwie noch verkaufen würde. Ja. Okay. Ja, genau. Ja, ZW handle ich nach CUT. Korrekt, Mario. Ne, deswegen schaue ich auch eher im Bereich hier des Support-Levels so langsam schon nach Kaufsignalen, ja, idealerweise vielleicht in der nächsten, übernächsten Woche, da wo wir auch das saisonale Tief hier drin haben sollten, dass wir dann ein schönes Kaufsignal finden. Das wäre für mich deutlich interessanter. Okay, dann haben wir, glaube ich, tatsächlich alles durch, was hier auch im Fragenfeld aufgetaucht ist. Viel überzogen haben wir nicht.
Wie ungewöhnlich. Oh, British Pound, US-Dollar haben wir da noch drin. Dann machen wir den einen noch als letzten. British Pound, US-Dollar. Schauen uns den hier nochmal an auf Ichimoku-Sicht. Also, prinzipiell alles abwärts gerichtet. Ja, wir haben also hier eine blaue Linie, die unterhalb des Preises liegt. Wir haben den Preis unter der violetten. Wir haben die rote unter der violetten und wir haben den Preis unter der Wolke. Alles negativ. Ja. Ist aber ein ähnliches Setup wie British Pound, Japanese Yen, was wir uns eben angeschaut hatten. Wenn wir uns nur mal die Price Action angucken, ja, die reine Price Action, dann sehen wir hier, dass wir an einem Widerstandslevel angekommen sind, genau wie im British Pound, Japanese Yen, an einem Widerstandslevel angekommen und haben jetzt die Möglichkeit, entweder hier direkt zu verkaufen, was ich in dem Fall hier nicht machen würde. Das sah bei British Pound, Japanese Yen deutlich besser aus. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der japanische Yen eben viel schwächer ist als der US-Dollar. Ja, US-Dollar ist hier in Violett, sehen wir, dass der gerade nach oben kommt. Der gewinnt also ein bisschen an Stärke. Von daher würde ich nicht einfach hier am Widerstandsbereich shorten, sondern ich würde auch hier jetzt auf den 4-Stunden-Chart gehen und würde mir anschauen, ob wir hier eine Umkehr sehen. Und erst dann, wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr drin haben, die könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ja, Moment. So, ja, die könnte so aussehen, dass wir hier so ein Doppeltop generieren und dann hier nach unten wegbrechen. Dann könnte man dieses Level hier als Breakout-Level nehmen. Oder man schaut sich einfach an, wie die letzte Trendlinie hier läuft, ja, und nimmt den Durchbruch durch die Trendlinie als Short-Signal. Also wie man dann in sowas einsteigt, ist am Ende relativ egal. Wichtig ist, dass ihr irgendein Regelwerk habt, an das ihr euch haltet. Die andere Variante wäre eben direkt hier am Widerstand zu shorten mit dem Stop über dem hoch oder über dem hoch. Das würde auch gehen, ist aber aufgrund der angesprochenen Punkte hier nicht das, was ich im Moment hier präferieren würde. Ja, aber prinzipiell ist das Ding abwärts gerichtet, sowohl von der Trendstruktur, ne, sehen wir auf dem Tageschart, also tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Trendstruktur also klar negativ und alle Ichimoku-Indikatoren negativ. Von daher meiner Meinung nach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ding hier noch nicht zu Ende ist, dass es nur eine Korrektur ist und wir noch mal ein bisschen nach unten gehen. Ja. Okay. Gut. Das wäre es dann auch tatsächlich für heute. Schade. Zu ja, aber wir haben ja noch einen Termin, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, in 2 Wochen kann das sein. Das kann ich dir ganz genau sagen. 16. Juni, nächsten Monat. Ja, hervorragend, Wir haben das 16. jetzt einmal monatlich gemacht. Ja, Das ist vielleicht führen genau. wir das ja sogar weiter. Also, Ich vielleicht wollte könnt ihr gerade einfach mal. die Teilnehmer schon missbrauchen. Vielleicht geben Sie mir ein kurzes Feedback, ob Sie das schön finden, dann ein bisschen Martin motivieren, das natürlich weiterzumachen. Ganz jetzt Spaß beiseite, würde ich mich natürlich freuen. Wir haben noch einen Termin. Wie gesagt, Sie sind jetzt sowieso schon registriert für den nächsten Termin automatisch. Und ein Feedback ist natürlich immer willkommen, auch natürlich für Martin. Das motiviert und ich glaube, Martin, das sollte eindeutig sein, wie das Feedback jetzt Ja, sein also wird. bei mir hat sich gerade der Chat verabschiedet. Ich muss jetzt auch ganz dringend gehen. Nein, das können wir bestimmt machen. Einmal monatlich kann ich das an Zeit opfern. Ja, eigentlich sollten wir das hinkriegen. Wir behalten das mal im Hinterkopf und würden dann beim nächsten Termin dann auch den Termin für den nachfolgenden nennen. Ja. Super. Okay, cool. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme, und auch für die tolle Mitarbeit. Das ist auch nicht immer so, ne, dass der Chat so schön gefüllt wird. Das finde ich ganz super. Also gerne wieder so, beim nächsten Termin. Und dann wünsche ich erstmal noch eine erfolgreiche Restwoche und natürlich erfolgreiche Trades und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye von meiner Seite.
Super, vielen, vielen Dank, Martin. Und natürlich auch lieben Dank an alle Teilnehmer. Ja, wie Martin schon gesagt hat, für die Fragen und das aktive Mitmachen. Ihnen wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Abend. Wenn Sie heute noch handeln, beziehungsweise die Woche, dann natürlich viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Position auf und sehr gerne dann hier wieder mit Martin zusammen am 16. Juni. Also bis bald. Dankeschön. Tschüss.